Das hatten wir schon, das war die Mia. Oder jemand ähnliches. Ah, das reicht ja schon. Ich dachte, wir bräuchten eventuell zwei. Geh ruhig wieder zu, hinter mir. Und hier geht's auch hoch. Na toll. Was haben wir da? Shoot me, schieß auf mich. Was passiert? Ja, nichts scheinbar. Schießpulver wird man für die Flinte brauchen. Schon wieder eine antike Münze, schon wieder mit dem Pelikan drauf. Das Telefon. Ich würde mich doch erstmal hier umschauen. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Also Zoe gehört also zur Familie, ist aber scheinbar normal geblieben. Das ist ja beruhigend, dass man zumindest eine Unterstützung bekommt. Ah, hierfür braucht man noch so eine Art. Ne, drei Köpfe bräuchte man, um die einzusetzen. Das kann ich mir mal merken im Gästehaus. Eine Tür ist zu. Ah, das ist die mit den Köpfen. Gut. Was ist das hier für eine Art Schloss? Ja, warum auch? Also Skorpione sind hier zu sehen. Irgendwie abgeschlossen halt. Uhrpendel. Die könnte ich in die andere Uhr einsetzen. Entschuldigung. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Mitkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Hä? Ach so. Von Miss Mitkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in letzter Zeit 2 Jahren, haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Okay. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht Sesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund, einen Zusammenhang der Vorfälle. Und ein Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alicia Ashcroft. Naja, die haben ja einen Polizeibeamten geschickt. Von daher trifft das ja irgendwie auf die Realität zu. Wie viel Platz im Inventar habe ich denn noch? Nur noch einen. Das ist nicht gut. Hier kamen wir her. Hier kann man rauf. Und hier ist noch ein Raum. Und da, Chemikalie. Die könnte ich eigentlich in die Truhe zurücktun, weil mit der kann ich gerade vielleicht nicht so viel anfangen. Sky Hunter, ein Adler. Jäger der Lüfte, das Gemälde zeigt einen Hund, der bellend aufschaut. Naja, und irgendwie ein Adler, ne? Okay, da passt die Münze rein. Ah ne, ich halte die vors Licht, oder was?
Vielleicht den Hund blenden. Drehen. Okay, abbrechen. Okay, ich habe abbrechen gemacht. Der bellend aufschaut. Was? Okay, hier kommt die Lichtquelle her. Was soll ich denn da mit der Münze anstellen? Oder kann ich da alles Mögliche nehmen? Ups. Ja, ich kann hier alles Mögliche nehmen. Living Room. Ja, das muss dahin natürlich. Ich habe gerade einen Schuss verschenkt noch. Also das gehört in das Wohnzimmer-Ding. Also die Sachen kann ich wahrscheinlich hier noch nicht anwenden. Weil da muss ja ein Adler hin oder sowas. Nicht die Sachen, die ich habe. Ich könnte aber mal Sachen zurück... Ah, die Flinte. Erstmal holen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie aus dem ersten Teil. Jetzt lege ich sie zurück, dann geht die Tür wieder auf. Das heißt, wir brauchen irgendwas Vergleichbares, was man dem einsetzen kann. Gehe ich jetzt erst hoch? Ne, ich gehe erst zu dem Raum zurück. Noch ist ja niemand im Haus. Außer die Alte und dieser junge Typ. Und die Mutter, die gibt es auch noch. Die darf ich auch nicht vergessen. Okay, mal gerade speichern. Nummer 5. Und ein bisschen Sachen aussortieren. Sonst können wir bald nichts mehr tragen. Die Münzen, ja, am Ende brauche ich die irgendwann. Kraut und Chemikalien, das können wir kombinieren auf jeden Fall. Das hier bringe ich in die Wohnzimmertür. Das hier brauche ich dann nicht, solange ich nicht die Schrotflinte habe. Das kann da rein. Okay, und das kombiniere ich mit der Chemikalie. Ach so, man kann das auch mit Munition kombinieren? Nee, das glaube ich nicht. Flintenmunition. Und ach so, das Schießpulver war gar nicht. Für die Schrotflinte. Ich dachte, das wäre beides. Vielleicht sollte ich das mal wieder mitnehmen. Oder braucht man beides für die Flinte? Gute Frage. Egal, noch habe ich Platz im Inventar. Dann setze ich als erstes, gehe ich ins Wohnzimmer und setze dort die Uhr ein, den Uhrpendel. Was raschelt hier denn wieder so? Stuhl ist umgekippt. Dann haben wir natürlich noch die Treppe hoch.
weißer Hundekopf. Das ist schon mal praktisch. Wo der hin muss, wissen wir ja auch. Eieiei. Die Sachen hatte ich mir schon angeschaut, alle. Hat er eine bestimmte Form? Na, ist egal. Der baut selber ein. Okay, das ist schon mal gut. Hier brauchen wir irgendwas, irgendeine Schablone, die wie eine Art Adler aussieht. Am besten lichtdurchlässig oder halt nicht lichtdurchlässig, aber irgendwas in Richtung Adler. Dann bin ich doch mal gespannt. Da ist die alte Frau. Ob ich mal zu der hingehen soll? Gar nicht zielen. Also man darf sie nicht erschießen. Sie wird wach. Sehr furchterregend. Okay, ich gehe erstmal da vorne gucken. Evelyn, May 2nd, 2014. Okay. Sagt dir mal irgendwie was dazu. Irgendeinen Schlüssel werde ich brauchen halt dafür. Hier weiter. Schläft sie jetzt wieder hoffentlich? Ja, dann lasse ich sie mal gehen. Zum Glück redet sie nicht mehr. Wo bin ich? Hier. Da ist ein Badezimmer. Auf der anderen Seite. Ich erstmal hier durch. Hobby des Vaters. Ja, wenn das schon alles ist. Was? So, Dietrich. Oder kann man den nur einmal benutzen, scheinbar? Wo ist denn mein Dietrich hin? Freizeitraum, Zimmer der Großmutter. Da wären wir vielleicht relativ sicher. Weil die Großmutter sitzt ja dort, dann geht da die Frau nicht hin. Mia, oh je. Schießpulver, haben wir nochmal. Vielleicht braucht man das auch einfach nur für die Schrotflinte mit dazu. Okay, da gibt's nichts. Zweiter Oktober.
Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Das Wasser ist endlich zurückgegangen, 9. Oktober. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Sheriffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Großen Schiff, Verzeihung. Wegen eines großen Schiffs, das in Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Na gut. Haupthaus, Nebenhaus, aber viel mehr. Ist eventuell was beschädigt und es gibt ein Schiff. Viel mehr Nützliches habe ich da jetzt auch nicht rausgehört. Wir können uns die Kassette von Mia natürlich anschauen. Das sollten wir auch gleich mal tun. Bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Also, was machen die mit den Menschen wohl? Antike Münze. Ja, man könnte jetzt behaupten, das ist Munitionsverschwendung. Aber, naja. Ich dachte, vielleicht macht man das. Da ist eine Flinte. Also, ich habe keinen Dietrich. Wieder so eine Skorpiontür. Kann man den Kö nehmen? Auch nicht. Dann erstmal das Videoband. Ja, dann ist das für die Flinte und das für die Schrotflinte. Ganz einfach. Also die andere Munition, die ich weggegeben hatte. Entschuldigung. Da sind wir mal auf Mia gespannt. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Also lebt sie jetzt noch? Oder ist das aus der Vergangenheit? Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oh je. Also ich steuere sie jetzt. Da soll ich wohl nicht hin. Ist das hier das alte Haus, das beschädigt wurde? Ja, und hier ist Wasser. Hier drüben, Mami. Oh Gott. Hier drüben, Mami. Eieiei. Was passiert denn hier? Altes Haus, ja. Hier drüben, Mami. Also, ein bisschen Gänsehaut hatte ich schon bei mir ausgelöst. Das kleine Mädchen da gerade. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von oh Gott. Mist zu haben. Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Ja, aber wo? Tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verhaf dich? Oh Gott. Sie sind gescheitert. Also hier kann man auch noch scheitern. Von Margaret verbergen.
Durch die Tür kam ich nicht mehr zurück. Da kommt sie rein. Kann die sich ducken irgendwie? Optionen. Steuerung. Suche ich doch eigentlich. Nee, ich spiele ja mit der Maus. Also was soll das? Ah, so. Tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Also auf C. Ach genau, C war Crouch. Exakt. Bin ich hier versteckt? Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Ja, war ich. Mach die Tür euch zu. Dieses Haus mehr gesehen als du hier. Ah, da ist eine Spinne. Du verstehst es einfach nicht. Das Haus weiß Dinge. Ich muss mich wieder verstecken. Ich weiß, dass du und Zoe etwas ausgeben. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Wahrscheinlich ist das in der Vergangenheit. Sehr sicher. Sind ja die VHS-Kassetten in der Regel immer. Da läuft sie. Nein, nein, komm nicht hierher. Jetzt habe ich ein Problem, wenn sie nach rechts läuft.